oder sind Sie Campingurlauber? Sie wissen, Camping ist, wenn man seine eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Da haben Sie ja in diesem Sommer so richtig Spaß gehabt. War das ein Sauwetter? Und deshalb geht der Trend ja jetzt verstärkt zum Indoor-Camping. Das sehen Sie hier, Indoor-Camping. Wir wollen mal gucken, wie es dazu gekommen ist. Hallo? Guten Tag. Hallo. Darf ich mal fragen? Ja. Herr Becker. Ja, Herr Glocke, warum machen Sie Indoor-Camping? Warum zelten Sie nur in geschlossenen Räumen? Das ist seit einiger Zeit, ist das Wetter vom Klima abhängig. Und da sind wir draußen, das ist das. Da, und deswegen sind wir drin. Ah. Aber wie ist denn so die Stimmung hier am Campingplatz? Ja, Sie sehen alles wunderbar. Nee, das stimmt nicht. Wir haben einen... Da hinten ist ein Zelt. Da, ich weiß nicht, was da los ist. Wer da überhaupt weder rein noch raus. Man weiß, kein Mensch weiß hier, was da eigentlich. Ich denke mal, da ist irgendeine. Ja, ich schauen Sie doch mal nach. Hallo, hallo, ist da jemand? Wo hat man das noch? Fällt mir alle mal Klander. Wir sind doch der Muammar, der Dings, man sucht sie schon überall. Mach mal Westerwelle. Guido Westerwelle, ja, der wohnt hier in Köln-Braunsfeld. Und der soll Ihnen helfen? Ja, Westerwelle, Abu Akbar. Aber wie wollen Sie denn dann unerkannt nach Braunsfeld kommen? Ja, wart mal. Balla, Karawana, Kamerala. Ist klar, meine Damen und Herren. Mit der Uniform können Sie in Köln untertauchen. Sie müssen nur bis zum 11.11. durchhalten. Ich habe hier so viele Irre in Köln, da fällt ein Einzelner gar nicht mehr auf. Die Karawane zieht weiter, der Nacht, sie hat durch. Ach, meine Damen und Herren. So. Sie wissen ja, fast alle Diktatoren arbeiten mit Doppelgängern. Nicht? Und der von dem Moment in den Medien die Rede ist, ist ein Doppelgänger. Das war der echte. Ja? Ja, genauso wie das der echte Piet ist. Hier kommt die Zeltmission zerfranster Semantik. Piet Glocke. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, man hat mich gebeten, ich habe viele Zuschriften von einer Dame bekommen, ich möge doch auch etwas Humoreskes einmal. Und deshalb beginne ich mit einem Versuch, vielleicht, und zwar Hartz IV gilt nicht für 4 Personen. Aber meine Damen und Herren, genug gescherzt, wir leben ja, was im Moment los ist, das ist ja das. Heute Export positiv, morgen können Sie ganz, es ist der wahnsinnig, was da, und dann, wir werden alle beurteilt über Rate, Firmen, und die, ich habe den Eindruck, dass die ganze Welt sich auf Kosten der kommenden Lebewesen Geld leiht und alles nur noch nach dem Prinzip, hoffentlich erkennen uns hier keiner. Also es ist ja auch alles, und das ist richtiges Geld, ist es ja alles auch nicht mehr. Es ist ja, obwohl bargeldlos ist noch mit Geld, aber das ist von uns. Und ich sehe schon, wie demnächst diese ganze Scheinwelt uns in die Lage, dass alle Menschen werden sich dann, die Banken leihen sich im Internet Geld, irgendein Spiel wird da ja, und wir müssen alle ins Internet, und ich bin dann der Einzige, der hier oben auf dem Fahrrad sitzt und mittels Dynamo Ihnen den Strom. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, es ist, und deshalb sehe ich mich des Öfteren, erwische ich mich in letzter Zeit, dass ich mir Bücher über die Mafia
hole, weil Sie werden jetzt sagen, mein Gott, aber es ist so das Interessante an dieser, ist meistens Familiensaga, an diesen Familien ist ja das Interessante, finde ich, weil die überhaupt keine Vorsteuer zahlen müssen. Und deswegen, Sie sehen also schon, bitte, das kann ich sagen. Sie sehen, und das ist unsere Situation im Moment, wenn man das mal philosophisch, man muss ganz schön aufpassen heutzutage, will man gut und böse auseinanderhalten. So, jetzt aber genug der, wir wollten ja heute ein bisschen. Ich kenne nämlich den Urheber dieser ganzen Geschichte, und zwar ist das die vielbesungene Evolution. Da die Evolution, wenn mir da mal jemand eine Telefonnummer geben könnte, das ist ja unglaublich. Was da wird ja einfach, werden da Dinge, es ist, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und das ist ja nicht nur beim Menschen so, die Tiere, die haben ja auch. Was die Evolution sich erlaubt, das finde ich, nicht hier den Einzeller, der allererste Einzeller. Nicht, wenn Sie den heute als Psychologen, stellen Sie mal vor, der hätte von jemandem gesagt gekriegt, jawohl, Sie sind mehrere. Oder da können Sie jede, hier die Qualle, was hat die, was glauben Sie, wie lange das gedauert hat, bis dieses Tier das verinnerlicht hat, dass in Ihrem Personalausweis steht, besondere Kennzeichen, durchsichtig. Oder hier diese kleinen, wie heißen die Hummeln, das ist ja fürchterlich, nicht? Was, die haben ja vom Fliegen, man muss doch als Evolution, muss ich doch einer Existenz, die wichtigsten Lebensfragen beantworten. Ich muss doch zum Beispiel, das sind ja bei der Hummel, weil die sowieso, muss man da nicht viel, aber man muss doch zum Beispiel, die Hummel muss doch beantworten, will ich überhaupt fliegen? Und wenn das angekreuzt wurde, wohin? Die Hummel, es ist vollkommen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache jeden Donnerstag um 17.30 Uhr, da können Sie die Uhr nachkaufen, fahre ich mit dem Fahrrad die gleiche Strecke. Da bin ich vor kurzem, im letzten Sommer bin ich, hörte ich schon von hinten, da kam wieder auf mich zu, ich fuhr mit dem Fahrrad. Es war, und ich weiche doch nicht aus, laut Evolution ist der Mensch auf der Statistik ganz oben. Es kam, wie es kommen musste, die Hummel passt ja genau hier ins Auge. Wir also beide zum Arzt. Da meint dieser Mann, und deshalb bin ich auch interessiert, was die Evolution für Ärzte als nächste Stufe vorgesehen hat. Sowas. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Klocke, das Tier fällt von selbst ab. Erklärung, weil die sich nicht gern beobachtet fühlen. Ich habe zu dem ganzen Themenkomplex habe ich ein Buch geschrieben, es wird aber erst Mitte Oktober. Das hat den Titel, kann ich hier mal eine Sache zu Ende? Und da sind auch diese ganzen schönen Sachen drauf. Ich möchte mich verabschieden mit einem kleinen Zitat daraus. Ein dem Buddhismus zugewandter, gerade ins Grab hinabgelassener, war drauf und dran, den zahlreichen um ihn herum Trauernden für ihr Erscheinen und auch sonst noch einmal von ganzem Herzen zu danken und ihnen zuzurufen. Meine Damen und Herren, es war mir wirklich ein sehr großes Vergnügen. Beerdigen Sie mich bald wieder. So, ich möchte mich verabschieden. Ich möchte mich verabschieden mit einem Satz der Evolution. Vielen Dank für Ihre Existenz. Piet Klocke! Großartig.